So, herzlich willkommen in unserem Online-Kurs Freude vermitteln. Einmal kurz zu uns, wer wir eigentlich sind. Umilia ist eine Agentur für freie Redner und eine Akademie für die Ausbildung freier Redner. Mein Mann und ich, Mike und ich, haben die Agentur gemeinsam gegründet und machen das jetzt inzwischen seit einigen Jahren und es entwickelt sich stetig weiter und wird immer inspirierender und es kommen immer neue Aufgabenfelder auf uns zu, die uns herausfordern und uns wahnsinnig viel Spaß machen. Der Sinn einer freien Trauung, was steckt da eigentlich hinter? Warum gibt es die freien Trauungen? Und was ist aus dem Beruf der freien Redner geworden? Wie hat sich das entwickelt? Ich bin jetzt da drin. Ah, da ist sie ja. Hallo Edelgard. Meine Taufe startet immer mit Musik. Ich finde, Musik ist ein ganz wundervolles Gestaltungselement und untermalt einfach jegliche freie Zeremonie auf eine besondere Art und Weise. Und gerade bei einer freien Taufe rahmt es sie eben auch wirklich ein. Die Traurede ist das, was uns zu etwas ganz Besonderem und unsere Arbeit zu etwas ganz Besonderem werden lässt. Die hohe Kunst, eine richtig gute Rede zu schreiben, ist Inhalt unseres heutigen Moduls. Ja, als erstes stehen hier die Wünsche. Wünsche als Rituale in ganz, ganz unterschiedlichen Formen ist etwas, was euch im Hinblick auf freie Taufen ganz oft begegnen wird. Ich fand die Intensität total toll. Man hat ganz viele Möglichkeiten, sich mit einzelnen Themen auseinanderzusetzen. Und das kann man, wenn man an einem Blog teilnimmt am Wochenende, nicht ganz so intensiv bearbeiten wie bei den Modulen. Das hat mir wirklich am allerbesten gefallen. Auch plaudern mit den Gästen, wie ich es genannt habe, ist etwas, was wirklich gut hilft. Dieser Smalltalk, den man dann führt, das ist was, was einem gut tut und man fühlt sich gleich schon nicht mehr so ganz fremd. Ja? Also man hat das Gefühl, man baut eine kleine Beziehung vielleicht zu der Trauzeugin oder zu der Mutter der Braut oder zu dem Vater oder der Oma auf und kann einfach schon mal so ein bisschen mit eintauchen in diese Hochzeitsgesellschaft und sich von seiner eigenen Aufgabe ein bisschen ablenken.